34 Jahre Lena Odenthal, dienstältesten Tatortkommissare. Lena Odenthal alias Schauspielerin Ulrike Volkerts, 61, geht mit ihrem neuesten Fall Lenas Tante bereits in ihr 34. Dienstjahr. Schon im Jahr 1989 flimmerte die Kommissarin zum ersten Mal in einem Tatort über die Bildschirme. Damit ist sie die dienstälteste Ermittlerin der beliebten Krimi-Reihe. Sie hat zwar nicht die meisten Fälle, 77, auf dem Buckel, aber eben die meisten Dienstjahre. Die meisten Einsätze, 91, hatte das Münchner Ermittlerteam bestehend aus Ivo Bartik, Miroslav Nemec, 68, und Franz Leitmeier, Udo Wachtfeitel, 64. Doch die beiden kamen erst zwei Jahre nach Odenthal, im Jahr 1991, zu ihrem ersten Fall. Auf Platz 3 der dienstältesten Tatortkommissare schaffen es Max Ballauf, Klaus J. Behrendt, 62, und Freddy Schenk, Dietmar Bär, 61, aus Köln, wobei Ballauf als Ermittler zuvor in Düsseldorf bereits ab 1992 aktiv war. Sie kommen im Übrigen bisher auf gemeinsame 86 Fälle. Knapp das Treppchen verpasst hat Moritz Eisner, Harald Krasnitzer, 62, aus Österreich, der bereits seit 1999 aus Wien ermittelt und seit 2011 von Bibi Fellner, Adele Neuhauser, 64, unterstützt wird. Auf Platz 5 folgt das beliebte Münster-Team bestehend aus Frank Thiel, Axel Prahl, 62, und Professor Karl Friedrich Börne, Jan-Josef Liefers, 58, das zusammen seit 2002 ermittelt. Seit 1989, Lena Odenthal aus Ludwigshafen. Seit 1991, Ivo Bartik und Franz Leitmeier aus München. Seit 1997, Max Ballauf und Freddy Schenk aus Köln. Seit 1999, Moritz Eisner aus Wien. Seit 2002, Frank Thiel und Professor Karl Friedrich Börne aus Münster. Seit 2002, Charlotte Lindholm aus Hannover, bis Film 25, und Göttingen. Seit 2003, Klaus Borowski aus Kiel. Seit 2008, Thorsten Lannert und Sebastian Boots aus Stuttgart. Seit 2010, Felix Muruth aus Wiesbaden. Seit 2012, Peter Faber aus Dortmund. Seit 2013, Thorsten Falke aus Hamburg. Seit 2013, Nick Schiller und Jalkin Gümer aus Hamburg. Seit 2015, Robert Caro aus Berlin. Seit 2015, Anna Janneke und Paul Brix aus Frankfurt am Main. Seit 2015, Felix Voss und Paula Ringelhahn aus Nürnberg. Seit 2016, Karin Gorniak und Peter Michael Schnabel aus Dresden. Seit 2016, Ellen Berlinger aus Freiburg, Film 1, und Mainz. Seit 2017, Franziska Toppler und Friedemann Berg aus Freiburg. Seit 2020, Adam Schurk und Leo Hölzer aus Saarbrücken. Seit 2020, Isabelle Grandjean und Tessa Ott aus Zürich. Seit 2021, Liv Moormann, Mats Andersen und Linda Selb aus Bremen.